Um das mit den, mit der Fotometrie richtig verstehen zu können, muss man sich mit dem Konzept des Raumwinkels auseinandersetzen. Der hat natürlich nichts unbedingt damit zu tun, wie das mit der Beleuchtung ist, sondern das ist im Prinzip ein mathematisches Konzept oder ein geometrisches Konzept, sei es drum. Und da kommt man auf die Einheit Stehradiant. Und um die soll es jetzt hier gehen. So, ich fange mal in zwei Dimensionen an, weil man es da nämlich alles schon kennt. Man macht sich da im Ganzen nur bewusst. In zwei Dimensionen. So, da haben wir auch wieder, ich nehme meine Punktquelle, die mache ich wieder gelb, weil das hier so schön passt. So, die strahlt schön rund, ich male noch die Fassung dran. Okay, und jetzt habe ich hier in irgendeiner Entfernung, ich sage einfach mal einen Meter, weil es einfacher ist, ziehe ich hier drumherum jetzt so eine Kugel, oder so einen Kreis. Und dieser Kreisumfang hier, der ist natürlich 2Pi mal R, in diesem Fall also gleich 2Pi mal 1 Meter. Ich nehme ganz bewusst diese 1 Meter. So, und jetzt gucke ich mir mal diese Lampe hier an, mache da meinetwegen den Spiegel noch dahinter oder so, sowas in der Richtung, so dass sie jetzt im Wesentlichen nur noch in diesem Sektor hier strahlt. So, und irgendwo anders kommt was hin. Und jetzt könnte ich hier ja ganz einfach, und so macht man es natürlich auch, kann ich hier ganz einfach hier den Winkel angeben, indem ich einfach diese Länge L hier messe. Winkel angeben als Länge L. Ja gut, und da das Ganze, dieses L natürlich abhängt von dem Radius, von dem einen Meter hier unten, würde man einfach sagen, bei einem Meter Entfernung. Man könnte jetzt auch einfach R sagen, bei R Entfernung, und dann skaliert das auch so. Und dann würde man jetzt hier eben den Winkel angeben, W gleich L durch mein 1 Meter hier an der Stelle. Und Sie sehen sofort, der Vollkreis geht auf W gleich 2 Pi. Nämlich da würde ich nämlich den kompletten Kreisumfang haben, den ich hier oben schon hingeschrieben habe. An der Stelle, dann würde ich 2 Pi mal 1 Meter einsetzen, durch 1 Meter teilen kommt 2 Pi raus. Der Halbkreis ergibt W gleich Pi und so weiter. Das ist genau das Konzept des Winkels, das wir schon kennen. Wie schon bekannt. So, wenn ich das Ganze jetzt übertrage auf drei Dimensionen, dann wird aus allem natürlich eine Fläche. Das heißt also, die Fläche, auf die bestrahlt wird, bestrahlte Fläche wird zu A, das was vorher L war, kann das hier nochmal den, nicht, das war das L, da, dieses hier, das wird jetzt zu A und die Vergleichsoberfläche ist eine Kugel, wieder mit einem Radius oder in Entfernung von einem Meter. Und man kann den Raumwinkel jetzt angeben als überstrahlte Fläche oder bestrahlte Fläche in 1 Meter Entfernung bezogen auf 1 Quadratmeter, das nennen wir mal Omega, und dann kommt hier natürlich eine Einheit raus von Meter Quadrat durch
Meter Quadrat. Und das nennt man SR oder Stehradiant. So, es ist ziemlich klar, der Gesamtwinkel, also Vollkugel, das führt dazu, dass die gesamte Kugeloberfläche bestrahlt wird. Und die hat natürlich 4π mal 1 Quadratmeter. Und dann ist das Omega der Vollkugel gleich 4π. Und das ist ungefähr 12,566 Stehradiant. So, also kann man im Prinzip sagen, wenn man aus allen Richtungen etwas betrachtet, den kompletten Raumwinkel hinschreibt, dann ist das nicht, wie häufig angegeben, 360 oder 360 Grad oder so, sondern eigentlich ist es 12,566 oder wenn man es genau haben will, dann ist das 4π. Wenn wir also irgendwie ein 360 Grad Review oder sowas machen, dann gucken wir immer nur in einer Ebene um das Objekt drumherum, das wir da begutachten wollen oder feedbacken wollen. Und wenn wir das aus allen Richtungen machen wollten, oben, unten, hinten, vorne und so weiter, dann müssten wir eigentlich sagen, wir machen ein 4P Review. Das kann man natürlich vielleicht mit einem Management-Katalog mit aufnehmen. Vielleicht kann man damit Geld verdienen. Oder machen 12,566 Review. Ich reflektiere hier nur darauf, dass ihr ab und zu solche mathematischen Dinge auch Einzug ins Management halten. So, ich möchte das Ganze noch ein bisschen verdeutlichen, indem ich mir vielleicht auch noch mal einen Kegelöffnungswinkel zum Vergleich da angucke. So. Zunächst einmal sieht man hier nochmal das Konzept der Fläche A. Das ist eben hier wirklich das A. Ich möchte es nicht drum herum, doch, ich mach's doch mal. Kannst du wieder wegmachen. Man hat hier die Fläche A und diese Fläche A gibt im Prinzip bei einem Radius von einem Meter den Raumwinkel an. Wäre das jetzt komplett rum, wären das natürlich dann 4. Also komplett wäre rum, wäre 4π. So, machen wir das mal wieder weg, die Schmiererei. Gut, und gucken wir uns an, was der Kegelöffnungswinkel hier ist. Das kann man sich vielleicht als Konzept etwas besser vorstellen. Und um den soll es jetzt an der Stelle hier gehen. Ich möchte die Mathematik dafür nicht aufschreiben, sondern einfach nur zeigen, wie der sich verhält hier. Und da sieht man natürlich, wenn wir keinen Raumwinkel haben, also verschwindenden Raumwinkel von 0 Stehradiant, dann ist das natürlich auch 0, dann ist der Kegel nicht offen. Wenn wir 4π Stehradiant haben, also 12,566, dann ist der Kegel maximal offen. Das heißt, wir haben einen Kegelöffnungswinkel von dann 360 Grad hier unten. Interessant ist vielleicht, wenn ein Quadratmeter in einem Meter Entfernung überstrahlt wird, dann kommen wir hier auf die 65,54 Grad. Wenn die Halbkugel überstrahlt wird, sind wir natürlich bei 2π hier an der Stelle und 180 Grad. Bei 2π Stehradiant und 180 Grad Kegelöffnungswinkel. So, auch das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Die Umrechnung ist nicht linear, das ist irgendwie auch klar, dass das nicht so ist. Aber so hat man vielleicht noch eine gewisse Vorstellung dazu, was denn jetzt eben ein Stehradiant ist. Ein Stehradiant, genau als Einheit, ist eben ein Kegelöffnungswinkel von etwas mehr als 60 Grad. So. Die ganzen Konzepte, die wir bislang gemacht haben, beruhen im Wesentlichen darauf, dass wir Kugelstrahler haben. Haben wir nicht immer. Schauen Sie sich mal einen Monitor an. Schauen Sie sich eine Leuchtstoffröhre oder auch eine LED-äquivalente Röhre dazu an. Schauen Sie sich heutige LED-Strahler an. Das sind häufig auch Flächenstrahler. Und da kommt es natürlich zum einen darauf an, wie viel Leistung, das ist so eine Leistungsdichte der Abstrahlung. Dichte der Abstrahlung. Also letztlich, welche Leistung pro
Fläche, pro strahlender Fläche wäre ein Maß. Pro strahlender Fläche der Quelle könnte man angeben, also schafft das Ding hier jetzt einen Watt pro Quadratmeter, 10 Watt pro Quadratmeter, 100 Watt pro Quadratmeter hier auf der linken Seite als Quelle. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit muss man entfernt sein, damit dass man das ganze Ding als Kugelstrahler ansehen kann. Wie weit muss man entfernt sein, damit die Quelle als Kugelstrahler angesehen werden kann. Nicht, das ist so wie bei der Sonne. Die Sonne ist natürlich riesig groß, wir sind aber auch weit, weit weg und man kann die Sonne schon als Kugelstrahler ansehen. Für die meisten Näherungen hier reicht das. Und da stellt sich eben jetzt hier auch die Frage, nur ist man natürlich hier deutlich dichter dran als von der Sonne entfernt. Und die Antwort ist, wenn R größer als 10 mal H, dann ist der Fehler kleiner 1%. Und zwar für Kugelstrahlerbetrachtung. So, ich lasse einfach mal da stehen und sage es dazu. Aus diesen Betrachtungen für den Raumwinkel folgt natürlich die Definition der Strahlstärke. Als IE gleich Strahlungsleistung Phi E pro Raumwinkel Omega in Watt pro Stehradio. Und auch das ist eine strahlungsphysikalische Größe. Es ist eben einfach eine Leistung, die in einen Raumwinkel abgegeben wird. Das Stehradian steht hier als Verdeutlichung unten drunter. Im Prinzip ist das ja einheitenlos.